Der unspezifische lumbale Rückenschmerz, also der Schmerz, der die Lendenwirbelsäule im unteren Bereich betrifft, ist eine der häufigsten auftretenden Beschwerden in der orthopädischen Praxis. Seit dem letzten Jahrtausend spätestens weiß man, dass man neben den Strukturen, die uns bewegen, auch Strukturen hat, die uns halten, die uns in der Tiefe stützen und schützen. Bei Menschen, die viel und oft und am Stück Kreuzschmerz haben, hat man identifiziert, dass diese Muskeln in ihrer Aktivität nachlassen. Also die Muskeln verschwinden nicht, werden nicht kleiner, sondern sie funktionieren nicht mehr. Warum nicht? Weil die Muskeln einfach nicht mehr bewegt werden, weil unter dem Eindruck des Schmerzes weniger Bewegung in den Segmenten und Gelenken der Wirbelsäule stattfindet. Was macht diese Strukturen aus? Diese Strukturen arbeiten im Gegensatz zu den Mobilisatoren, zu den Bewegern, eben auch ohne Bewegung. Das heißt, sie halten uns in der Tiefe. Wir kennen die geraden Bauchmuskeln, das Sixpack. Wir kennen die schrägen Bauchmuskeln. Gerade und schräge Bauchmuskeln verlaufen entweder vertikal oder diagonal. Die Muskeln in der Tiefe dagegen verlaufen transversal, das heißt nicht von oben nach unten oder diagonal, sondern umspannen einmal wie ein großer Nierengurt von oben herabziehend die Lendenwirbelsäule in der Tiefe und ist die dritte tiefliegende Bauchmuskelschicht. Als Gegenspieler haben wir dann die tiefliegenden Rückenmuskeln im Rückenbereich. Die machen auch keine Bewegung, sondern stabilisieren auch nur hier von Dornfortsatz zu Dornfortsatz und von Dornfortsatz zu Querfortsatz und arbeiten als Gegenspieler zu der tiefer liegenden transversalen Struktur. Für den Patienten gibt es im medizinischen Bereich und im trainingstherapeutischen Bereich zwei Möglichkeiten, den Transversus, also die tiefliegende, transversal verspannende Muskulatur darzustellen. Einmal über das Sonographiegerät, was natürlich man nicht immer zur Verfügung hat, aber wir haben es jetzt hier. Wir sehen jetzt hier die tiefliegende, transversal verspannte Muskulatur, dann darüber die breite Schicht, den Obliquus internus und darüber den Obliquus externus. Jetzt bitte ich mal meinen Probanden Jonas, alles an Bauchmuskulatur anzuspannen und wir sehen, einmal anspannen, wie alles sich verdickt, alles zieht sich zusammen, der Transversus verschwindet komplett zu einem ganz schmalen Strich. Bei Patienten, die viel und oft und Rückenschmerzen am Stück haben, versuchen wir, diese Struktur herauszuisolieren. Das heißt, ich spreche in die Richtung an, dass ich sage, nur versuchen, den Bauchnabel Richtung Boden einzuziehen. Und wir sehen, dass sich dann nur der Transversus zusammenzieht. Das heißt, er wird hier breiter und er zieht sich in die Richtung nach rechts. Nochmal locker lassen komplett. Jetzt ist er ganz lang und schmal. Und einmal bitte wieder aktivieren und dann zieht er sich hier zusammen und hier oben schafft es Jonas, sich gar nicht zu aktivieren. Wenn man jetzt natürlich keinen Sonographen zur Hand hat, kann man auch natürlich selbst versuchen, die Muskulatur über Fühlen wahrzunehmen, nämlich die Sehnenansätze. Die Muskulatur, muss man sich vorstellen, verläuft wie ein großes herablaufendes Dreieck und hat hier dann seinen Hauptanteil in der transversal verlaufenden Struktur. Der Ansatz ist dann dabei hier unterhalb des Beckenknochens. Einmal hier an diesen Knochen rangehen. Ich nehme mal die rechte Seite. Und von dort aus 3 cm in den Bauch und 3 cm herabrutschen. Dann ist hier der Sehnenansatz. Wenn du jetzt mal komplett anspannst, merkst du, wie das dort fest wird unter der Hand und wieder locker lassen. Jetzt geht es darum, um den Transversus isoliert zu aktivieren, die große Bauchmuskulatur, dein Sixpack und auch die seitliche Muskulatur nicht zu aktivieren. Ich lege mal meine Hand da drauf und du probierst, den Bauchnabel einzuziehen und als Kokontraktion den Beckenboden mit zu aktivieren. Und mal halten und dabei weiteratmen. Da ist noch ein bisschen viel Bewegung im Bauch. So ist gut. Halten 10 Sekunden am Stück. Wir zählen 10 Sekunden runter und lassen dann langsam wieder locker. Die Studien besagen aus Ende der 90er im letzten Jahrtausend, dass man diesen Muskeln genauso trainieren kann und muss wie jeden anderen Muskel auf, aber eben öfter und in kürzeren Zeitabständen. Wir reden hier von 30 Mal am Tag für 10 Sekunden. Diesen Muskel isoliert aktivieren,
anspannen und wieder loslassen. Das sind 300 Sekunden, das sind 5 Minuten, das ist machbar. Niemand wird sagen, was hat jetzt Jonas für einen riesen Transversus, wenn er den 300 Mal am Tag übt. Also, je häufiger, umso besser. Es ist bekannt, dass wir die Wirbelsäule nur ganz schwer wahrnehmen können. Zwei findige Physiotherapeutinnen aus Australien, Frau Richardson und Frau Jull, haben auch Ende der 90er oder Anfang der 90er ein Gerät entwickelt, mit dem wir Spannung wahrnehmen können und kontrollieren können, ob wir die großen Muskeln, die Beweger, oder die tiefen, kurzen Muskeln, die Stabilisatoren, aktivieren können. Hierbei handelt es sich um eine schlichte, umgebaute Blutdruckmessmanschette, wo man die üblichen seitlichen Teile, die man sonst benötigt, weggeschnitten hat und wieder zugenäht hat und die Luftblase enthalten ist. Diese schiebe ich jetzt unter die Lendenwirbelsäule. Nachdem ich das Luftkissen unter der Lendenwirbelsäule appliziert habe, also dorthin gelegt habe, dort, wo normalerweise das Hohlkreuz ist, haben wir aber nicht, weil die Beine angestellt sind. Das soll auch so sein, damit das Kissen unter einer Nullposition aufgeblasen werden kann, zu einem standardisierten Wert von 40 mm Hg. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Mobilisatoren und die Stabilisatoren haben. Spann jetzt mal alles an Bauchmuskeln an, was du hast, also auch die Mobilisatoren. Und du siehst, wie die Nadel nach oben geht, weil du natürlich jetzt mit Kraft der geraden Bauchmuskulatur das Luftkissen kräftig nach unten drückst. Pause. Du versuchst jetzt, die tiefliegende Bauchmuskulatur, den Transversus, zu aktivieren, ohne die große Muskulatur, die Mobilisatoren mitzubewegen, und kontrollierst das über die Nadel. Das heißt, Bauchnabel einmal einziehen, sehr gut, ich spüre die Spannung und die Nadel bewegt sich kaum. Ja, das heißt, wir haben jetzt Spannung in der Tiefe, aber keine Bewegung der Lendenwirbelsäule. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1, Pause. Für die Aktivierung und das Training der tiefliegenden Bauchmuskulatur ist es nicht notwendig, sich hinzulegen. Ich brauche auch nicht dringend ein Sonografiegerät und ich brauche auch nicht dringend ein Biofeedbackgerät. Wenn ich die Wahrnehmung habe, den Bauchnabel einzuziehen, das ist so ein bisschen, als wenn man eine Hose kaufen möchte und sie ist ein bisschen zu klein und man muss, um den Knopf zuzumachen, den Bauch ein bisschen einziehen, dann habe ich den Transversus. Den muss ich nicht im Liegen trainieren. Den kann ich im Stehen trainieren, im Sitzen, in der Bahn, im Auto, vorm Fernseher, auch beim Sport. Die Aktivierung und das Training der tiefen segmentalen Strukturen ist nicht das Wichtigste und es ist nicht alles. Aber es ist ein ganz wichtiger Baustein in der heutigen Rückenschmerztherapie.